oder lebendig. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, wie sehr es mich bewegt. Zeiger drehen dein Schicksal und du lebst, während du schläfst. Du bist müde, na frag mich mal, ich leb, während du schläfst. Doch ich bin für dich da, falls du wirklich gehst. Und ich geh Gang um Gang den Korridor entlang. Weißer Boden, weiße Wand, das Licht spuckt weiße Flammen. Als ich mit dir ankam, herrschte Andrang, Papierkram. Alles ging langsam, bis wir dran kamen. Jetzt kann ich sagen, wie kurz war das Warten, denn das Ende der Schlange war für uns erst der Anfang. Es begann mit bisschen Blut, wenig Schlaf und dem Leiden, darüber zu schweigen, um keine Schwäche zu zeigen, zu spät zu entscheiden, uns ein Zeichen zu geben und zu spät zu entscheiden, über Zeichen zu reden. Und jetzt bleibt nur Lähmendes sitzen und hoffen, deine Venen von Spritzen getroffen, ob sie nützen, bleibt offen. Und ich gehe wie besoffen täglich den Weg, um zu sehen, wie es dir geht und wie es um dich steht. Du schläfst und ich frag mich, wie lange du lebst und dein Herz sich bewegt in den Zangen des Krebs. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, wie sehr es mich bewegt. Zeiger drehen dein Schicksal und du lebst, während du schläfst und du bist müde. Na frag mich mal, ich leb, während du schläfst. Doch ich bin für dich da, falls du wirklich gehst. Ab jetzt wird alles anders. Der ewige Satz, nach ewigem Warten vom Arzt, dem nichts passt, der nichts hat außer den Rat, der nichts bringt, der nichts sieht außer den Wert, der nicht stimmt. Doch wer bestimmt Werte? Weiße Gelehrte, deren Menschlichkeit fehlt, da man sie ihnen nie lehrte? Eine wissende Herde von weißen Schafen, die ihr Gewissen verwerfen, um nachts noch zu schlafen? Und ja, ich weiß, die Krankheit liegt im System. Doch jetzt bist du krank und ich kann nur zusehen. Ich soll entscheiden, doch ich weiß nicht für wen, weil hier alle Augen was anderes sehen. Wie soll ich denn wissen, was wichtig ist für dich? Jeder Schnitt ihrer Messer trifft doch nur dich. Von außen sehe ich nicht, wie es um dich steht, und von innen erstickst du in den Zangen des Krebs. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, wie sehr es mich bewegt. Zeiger drehen dein Schicksal und du lebst, während du schläfst. Du bist müde, na frag mich mal, ich leb, während du schläfst. Doch ich bleib für dich da, falls du wirklich gehst. Und neben der Angst und der Hoffnungslosigkeit spürt man, wie wenig Menschen bereit sind zu teilen. Und auch wenn oft nichts anderes übrig bleibt, will man kein Mitleid, sondern Worte, die heilen. Doch zu wenig Zeit, um sich Zeit zu nehmen, zeigt mir, was mich mit Menschen verbindet. Zeigt mir, wie schwer man Freunde findet, die noch Zeit haben, an etwas teilzunehmen, um etwas beizustehen. Und ja, ich weiß, viele glauben, Tränen wollen Mitleid erregen. Hey, hier geht's nicht um mich. Fangt an zu jeden. Da draußen gehen so viele Krebse ins Netz, die ein Leben vernichten und das daneben verletzt. Ich spreche den Text, weil ich weiß, wie viele es gibt, die jetzt nicht schlafen, die man nicht mehr sieht, weil sie ein Bett bewachen, in dem wer schläft und liebt, den man liebt, während sie die Stunden zählen, bis die Zange sich schließt. Nur wenig Zeit, um dir zu sagen, sehr es mich bewegt. Zeiger, Schicksal, schläfst, während du lebst. Du bist müde, na frag mich mal, ich leb, während du schläfst, doch ich bleib für dich da, falls du wirklich gehst. Dankeschön. Sie vertritt das Team der lebenden Dichter, Nina Sonnenberg, a.k.a. Fiber!